Ich da ihn, ob es da unter, als da ihn. Ja, ja, genau. As soon as we're off commission, I thought. I can see you on a camera feed. Ahead of you. In absolute Moin, research. Bin wieder zurück. There's an elevator that you can take to me on floor B1. I've marked the elevator so you can find it with your sight. There's probably a lot of things to explore in Absalom Research, but don't stay for too long. Don't insert the key into the tablet until I've analyzed it. Please hurry. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, hier, da ist der Speicherpunkt. Das Schild ist weg. Willkommen zu Absolut, Leute. Guck mal, wie geht das jetzt hier fortsetzen? Was machst du an einem streamfreien Tag, Simpel? Heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Heute ist Mittwoch, der 23. September. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Zocken und streamen und. Siehst du? Ach so, jetzt haben wir wieder so eine 2 Jahre Ladezeit, ne? Hm. Ja, je nachdem, wie lange Kali heute noch macht, könnte es sogar die erste sein, die Level 14 knackt. Ja, der Wahnsinn. Auf jeden Fall machen wir noch zum Schluss ein Bossmonster. Könnte klappen. Aber wenn sie natürlich zum Schluss zum Bossmonster Level Up bekommt, dann bringt ihr das natürlich nichts mehr, weil dann kommt sie erst morgen am Freitag zum Einsatz. Alles klar, Simpel. Falls du jetzt wirklich Angst hast vor dem Horrorspiel, dann geh lieber schlafen, mach es gut. Wir sehen uns am Freitag wieder. Und gute Besserung mit deinem Corona-Quarantäne-Scheiß. Ja, ein bisschen. So, jetzt ist natürlich besser, sowas immer am Stück zu spielen. Ich habe gerade gar keine Ahnung mehr, aus welcher Richtung ich... Ne, warte mal, von da sind wir, glaube ich, jetzt gekommen. Ne? Und müssen wieder... Ja, ich glaube, von da sind wir gekommen. Wir haben jetzt hier diesen Roboterarm und wir haben genau einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel, den wir jetzt zurückbringen müssen. Genau. Achso, warte mal. Mit F hatten wir ja so eine komische Sicht. Genau. Oh, was haben wir denn hier? Sexy ist. Ah, Zugangsschlüssel, Leute. Geil. Ja, schon haben wir Zugang, Leute. Schon haben wir Zugang hier zu allem. Hallo? 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 Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Na, wer weiß. Ach du Scheiße. Was? 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 Der ist ja... Patrouilliert er jetzt hier lang oder war das so ein Erschrecker, dass man zurückgeht? Was zur Hölle, Alter? Patrouilliert er? Ja, da war ein Riesen-Wauwau, genau. Das war... Der will nur spielen, hat Lord Draco gestern gesagt. Der wollte ja nur spielen. Gehen wir jetzt dahin, wo der herkam, oder gehen wir jetzt... Ich gehe erstmal dahin, wo der herkam. Okay, hinter mir gehen Türen auf. Wir laufen einfach rückwärts drauf zu. Kann man machen, sollte man eventuell meiden. Solche Situationen. Aber hey, was soll's. Passiert ist passiert. Oh, wir werden wieder gerufen. Ja, was denn hier? Scheiß Geräuschkulissen. Pathology Research, Note 4. With Dr. Henrik Andersen. And my lovely wife, Dr. Sarah Anderson. The power of the hammer of the god is on a whole other level than anything discovered before. The hammer is powering the entire facility and is more stable than anything else of this strength.
Even the power cells charged with it has a huge amount of power. And we've decided to call the power Atrium, after the creator of the hammer. And not only does Atrium have the attributes described by Henrik, it also has a lot of magical potential. I don't know how to describe the phenomena scientifically, but Atrium has a terrifying effect on certain creatures from the myth that are affiliated with darkness. When it was wielded by Thor, it must have had an enormous destructive capacity. No wonder the gods are described as feared by everyone in the Nine Realms. Ah ja. Es wurde also von Thor mal benutzt, alles klar. Aber ist er... ich kenne jetzt bloß Thors Hammer. Nur Thors Hammer wurde von Thor benutzt. So. Können wir auch... Ah, warte mal, da unten sind wir gerade langgelaufen, ne? Hundi ist, glaube ich, nicht mehr da. Hundi kommt jetzt bestimmt zurück und wir sehen das. Waren wir jetzt echt bloß hier wegen der Notiz? Scheint so, ne? Ich glaube, wir waren da echt bloß wegen der Notiz da. Dann lassen wir mal dahin, wo der Hund her... Wo der Hund herkam. Warum machen wir das denn, Leute? Warum gehen... Ich verstehe es nicht. Wow, wow. Hallo? Ist das Wow, wow hier? Können wir den hier mit unserer Schockkanone einfach zerbersten? Jetzt mal im Ernst. Warte mal, ist sie geladen? Die ist gerade gar nicht geladen, ne? Moment. Ne, warte mal, wie war das? Tab. E. So, jetzt ist die geladen. Aber was ist, wenn wir zwei Hiebe brauchen? Egal, einer reicht erstmal. Vielleicht kommt er, wir können ihn mit dem Ding zerbersten. Er ist halt wieder komplett weg, ne? Er ist halt... So wie es aussieht, aktuell zumindest noch weg. Hier geht's auch nicht lang, kein Puls zum Öffnen der Tür. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier diesen schönen, großen, breiten Raum entlang gehen, wo genau mittig etwas liegt. Genau mittig von dem schönen Raum liegt etwas. Ich bin gespannt. Was meint ihr, passiert was, wenn wir das jetzt anklicken? Ach komm, let's go. Mythology Research, Note 5. There are many gods from the myths, which seem to have ties to the things we are retrieving from the other worlds. We have items from Odin, the Allfather, and his son Thor, the god of lightning. We have also found proof of the existence of the immortal Baldur and Freya, the goddess of fertility. And we have some leads on Hel, the goddess of death. Mimir, the keeper of the Well of Wisdom. And Loki, the god of mischief. But that one worries me a bit. Okay, aber ganz ehrlich, wenn wir die Items von dem finden, warum soll es die dann halt auch nicht geben, die ganzen Götter, ne? Ich meine, wir haben ja auch die Items aus der Mythologie gefunden. Die liegen ja hier überall rum. Wenn es die gibt, gibt es natürlich auch die passenden Götter dazu. Alles andere macht für mich dann tatsächlich auch gar keinen Sinn. Oh Gott. Ah, ich dachte, der kommt jetzt auf uns zugerannt, weißt du? Und dann hätten wir hier runterspringen müssen. Ah, schön. Ne. Aber ganz ehrlich, geht doch bloß hier lang. Wo ist denn der Hund jetzt lang? Wo ist der Hund jetzt lang? Der ist ja hier nicht mit dem Fahrstuhl gefahren, hat ihn wieder zurückgeschickt. Boah, es ruckelt aber die Fahrt. Junge. Der ist ja jetzt nicht. Na, das verstehe ich. Okay, let's go. Wenn ich sagen aussieht.
Ach du Scheiße! Grün, groß, furchterregend, Loki? Ach du Scheiße! Ist hier irgendein oder ne? Oh, ja, wieder ein Datapad. Pathology Research, Note 3. The information me and Henrik has unearthed is just as astounding as mentioned in the previous notes made by Henrik. One thing I just had to note was a story depicting an enormous wall built to protect Asgard from the outside world. The story talks of the gods making a wager with a giant. The wager was that if the giant could finish the wall within a set amount of time, he could marry the goddess Freya. However, when the giant was almost finished, the gods cheated. And to add insult to injury, Thor crushed the giant's head with his hammer. This wall that is described in the Younger Edda doesn't seem to be a wall at all. It's a statue capable of shutting out the roots of Yggdrasil and opening them to the one in control of it. I hear that this statue is exactly what we have here in the facility. The Absolov. Okay. Alter, das sieht beeindruckend aus, Leute. Das sieht ultra beeindruckend aus. So, naja gut. Sieht sogar so aus, als könnte man da unten irgendwo langlaufen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall lang. Hier ist ein Zeichen. Hier ist auch ein Zeichen, hier kommen wir auch lang. Okay, da geht es anscheinend irgendwo runter. Hier haben wir jetzt theoretisch noch keinen Zugang für. Nee. Leute, haben wir keinen Zugang für? So ein Quatsch. Wir haben doch eine Hand. Siehst du gar nicht. Alter, geil, ich bin gut. Ich bin gut, Leute. So, ja, nice, Mann. Okay, hier haben wir irgendein Bild, irgendeinen Raum. Hier haben wir ultra überflüssig, hier rein zu wollen. Ultra überflüssig. Voll gut, hier rein zu wollen. Denn hier, Leute. Ah, hier. Tab, komm, sag mal zweimal aufladen. Ja, mach hier Scheiß, mach die Wand auf. Oh, so, sag mal. Mini-Hundi? Was war das denn? Ich hab ne Waffe. Hä, wo ist es hin? Alter, sag mal, Gänsehaut hier. Ich hab ne geile Hand, Leute. Also bleibt mir fern. Danke. Alles klar. So. Ja, cool. Wir haben wieder ein fettes Rätsel gelöst. Hier ist halt aber auch ein fettes Zeichen, ne? Ist halt die Frage. Ich glaube, da müssen wir aber auch unbedingt. Da müssen wir aber, glaube ich, unbedingt hin. Läuft irgendwo irgendwas, ne? Ne, oh. Oh nein. Ja, okay, dann, gehen wir erstmal. Achso, der Fahrstuhl führt da runter. Ja, lol, der Fahrstuhl führt da anscheinend runter, aber da haben wir auch eine Treppe, die runterführt. Wir machen es mal über den Fahrstuhl. Glaube ich zumindest. Ach nein! Ach du Scheiße! Nein. Ob wir die wegseppen können, die da rumlaufen? Das ist eine gute Frage, oder? Ja, krass, wir können halt noch viel tiefer jetzt, ne? Wir können halt noch viel tiefer. Glaube ich zumindest.
Was ist gerade unsere Intention? Bring den Schlüssel zu Dr. Henrik Anderson über den markierten Aufzug B1. Warte mal. Ist das, oh, was haben wir hier? Da will ich mal kurz rein. Also langsam wird's knapp hier. Oder haben wir Zugang dafür? Ne, wir haben noch keinen. Sehr gut. So, hier haben wir einen Kontrollknibbel, Leute. Ah, ein Speicherpunkt. Kann man mal machen. Was? Hier geht's einfach nur wieder raus, ne? Das war's? Wir haben die Tür geknackt für einen scheiß Speicherpunkt. Haben wir zwei solche Teile? Oh, okay. Tür. Oder B1 müssen wir. Wir müssen dahin. Guck mal. Also machen wir das. Wow! Alles klar. Das ist ja aber ein leises Kätzchen, Alter. Er stand halt einfach da und hat geschnüffelt, weißt du? Junge, Junge, Junge.